Herzlich willkommen zu unserer Meditation. In dieser geführten Meditation helfe ich dir wieder Klarheit zu verschaffen und dich wieder in deiner Mitte zu bringen, sprich dich wieder mit Mutter Erde zu verwurzeln. Erdung bedeutet eine gesunde Verbindung mit der Natur, mit anderen Menschen und mit uns selbst. Unser Körper, unser Geist und unsere Seele sind wieder im Einklang und in Harmonie. Vieles kann uns aus der Balance bzw. aus der Mitte bringen, zum Beispiel Streit, Frust, Stress und andere negativen Einflüsse. Im Anschluss werde ich Affirmationen sprechen. Du kannst jederzeit diese Meditation abbrechen und verlassen. Bevor wir beginnen, nehme eine angenehme Position ein. Dies kann im Sitzen oder im Liegen erfolgen. Ich gebe dir dafür Zeit. Sobald du dich in einer angenehmen Position befindest, schließe deine Augen. Sei ganz entspannt und lass dich fallen. Atme dazu tief ein und wieder aus. Dann wieder ein. Und wieder aus. Atme heilsame Energien ein und atme den ganzen Stress und die Strapazen wieder aus. Heilsame Energie ein, Stress wieder aus. Mit jedem Ein- und Ausatmen sinkst du immer tiefer in die Entspannung. Du fühlst dich leichter und immer leichter und lässt dich wie eine leichte Feder tief sinken. Geistig öffnest du deine Augen und siehst eine idyllische weite Wiese. Die Wiese, das Gras, alles saftig grün. Der Himmel erstrahlt in einen sanften Blauton. Vielleicht siehst du noch ein paar Wolken, die vorbeiziehen. Du genießt die Atmosphäre. Du stehst einfach da. Fasziniert über die schöne Natur. Du schließt deine Augen und streckst deine Arme aus. Plötzlich spürst du einen kleinen warmen Windstoß an dich vorbeihuschen. Du atmest tief diese frische, klare Luft ein. Du bist jetzt einfach nur bei dir, ganz bei dir und genießt diesen friedlichen Augenblick, diese friedliche Stille, einfach mal abschalten. Nachdem du diesen friedlichen Moment genossen hast, gehst du barfuß über die weite Wiese. Langsam, Schritt für Schritt. Immer weiter und weiter. Vielleicht
Vielleicht spürst du ein zartes Kribbeln an deinen Füßen. Das zarte Kribbeln tut dir gut und gibt dir das Gefühl der Erdung. Von der Ferne aus siehst du einen Tunnel aus Bäumen. Dieser mystische Ort zieht dich an und du gehst darauf zu. Du gehst durch den Tunnel und siehst dir alles genau an. Wie sehen die Bäume aus? Was für Farben haben sie? Einfach jedes Detail. Du siehst am Ende des Tunnels grünes und goldenes Licht. Du bleibst für einen Moment stehen und beobachtest dieses Naturspiel. Du streckst deine rechte Hand aus und lässt dich von diesem Spektakel weiter hineinziehen. Es zieht dich magisch an. Es löst in dir heilende Gefühle aus. Schritt für Schritt gehst du auf dieses Licht zu. Als du den Tunnel aus Bäumen durchquertest, siehst du einen riesigen Baum. An dem Baum ist ein Papierschild aufgeklebt. Du betrachtest ihn genau und liest Baum der Weisheit. Du siehst dir den Baum genauer an. Der Baum hat einen großen und kräftigen Stamm und großes grünes Laubwerk. Dieser magische Baum schüttet ein paar kleine goldene Glitze aus. Der Baum leuchtet Gold und es regnet goldener Glitzer. Du spürst, wie diese Glitzer dich von deinen Sorgen und negativen Anhaftungen bereinigt. Du genießt diesen Moment. Lässt es einfach auf dich wirken. Du gehst nun zu dem Baum hin und umarmst ihn. Du spürst, wie der Baum deine Lasten absorbiert. Und schenkt dir seine heilende Energie. Du spürst und siehst, wie goldenes Licht in dich hindurchfließt. Es findet ein Energieaustausch zwischen dir und dem Baum der Weisheit statt. Der Baum neutralisiert deine alten Energien in Licht. Beobachte, wie fühlst du dich jetzt? Nach dieser Transfusion?
Merkst du, wie klarer und frischer du dich jetzt fühlst? Beobachte deine Gefühle. Lasse deine Gefühle zu. Ob du nun Freude oder Trauer spürst. Diese Gefühle sind nicht ohne Grund da. Vielleicht ist es etwas, was sich lösen möchte. Alte Gefühle, die dir nicht mehr dienlich sind. Du löst dich von dem Baum und dankst ihm. Du setzt dich auf den Boden vor dem Baum und nimmst eine meditative Haltung ein. Du spürst, wie Wurzeln sich unter deinen Füßen tief in die Erde graben. Du verbindest dich wieder mit Mutter Erde. Falls du Schwierigkeiten hast, der Baum der Weisheit unterstützt dich bei deiner Verwurzelung. Deine Wurzeln gehen so tief in die Erde, bis du das Gefühl hast, dass du die richtige Tiefe erreicht hast. Du konzentrierst dich auf deine Wurzeln, bis sie sich nun in Mutter Erde festgesetzt haben. Was spürst du? Du fühlst wieder diese Stabilität, den Einklang mit dir selbst. Du genießt diesen Moment und wirst dir dessen bewusst, was gerade passiert. Wenn dir dieser Ort gefällt und du dich wohlfühlst, kannst du diesen Ort als Kraftort benutzen und immer wieder dorthin zurückkehren. Wenn du möchtest, kannst du noch so eine Weile bleiben und die Affirmationen dir anhören. Oder du kannst deine Augen wieder öffnen und langsam wieder in die Realität zurückkommen. Ich bin geerdet. Es ist leicht für mich, geerdet zu sein. Meine Seele, mein Geist fühlt sich in meinem Körper positiv verankert. Es fühlt sich gut an, voll und ganz in meinem Körper präsent zu sein. Mein Körper ist geerdet und stabil. Ich als feinstoffliches Wesen genieße die Erdung und Stabilität meines Körpers. Ich bin mit Orten, die in mir Erdung hervorrufen, durch ein energetisches Band verbunden.
Ich ziehe erfolgreich Themen an, die mich erden und wohlfühlen lassen. Meine Erdung ermöglicht mir ein erfolgreiches Ausdehnen meiner Persönlichkeit. Alle Elemente, Feuer, Wasser, Luft, Erde, Äther, garantieren mir eine klasse Erdung. Erdung aktiviert und stabilisiert in mir das Gefühl von Wohlbefinden. Erdung aktiviert und stabilisiert in mir das Gefühl von Sicherheit. Erdung aktiviert und stabilisiert in mir das Gefühl von Schutz. Erdung aktiviert und stabilisiert in mir das Gefühl von Ruhe. Ich bin mit Mutter Erde tief verbunden und verwurzelt. Die stärkste Energie, die mich erdet, ist Liebe, und ich ziehe Liebe schnell und leicht an. Es fällt mir leicht, zu festgefahrenen Gefühlszustände aufzulösen und zu hochschwingender Energie einzustabilisieren. Ich löse mich erfolgreich von zu starken vergeistigten Vorstellungen und lebe mein volles Potenzial. Ich bin jetzt ein erfolgreicher, geehrter Ausdruck der Schöpfung. Ich bin von hemmenden Energien abgeschirmt und beschützt. Ich bin mir voll und ganz bewusst, was in mir individuelle Erdung auslöst. Erdung durchflutet mein gesamtes Sein. Ich bin eine galaktische Bündelung in starker Verbindung zur Erde. Ich bade mich vollkommen in Urvertrauen. Ich stehe mit beiden Beinen erfolgreich und fest auf dem Boden. Mein Lebensstil ist klar und selbstbewusst. Ich habe immer stabilisierende Freunde an meiner Seite. Ich bin mit der Frequenz dieses Planeten Erde harmonisch eins. Meine Aura ist von meiner erfolgreich manifestierten Erdung positiv beeinflusst. Ich fühle mich von Mutter Erde wie warm umarmt. Ich bin erfolgreich im jetzigen Augenblick präsent. Meine Gedanken sind hier und jetzt gebündelt. Ich fühle mich ruhig und ausgeglichen. Erdung bedeutet für mich Ausgeglichenheit, Stabilität, Schutz, Ruhe, Kreativität, Vitalität und Ordnung, und ich verkörpere davon.
Ich erfahre erfolgreich im Innen das Gefühl von Erdung. Das Außen begegnet mir ausgeglichen und fröhlich. Ich verdanke meiner Erdung wundersame Ideen für mein Sein. Erdung ermöglicht mir, meine eigene Autoritätsperson zu sein. Ich bin so reich, dass ich mir Erdung mit Sicherheit leiste. Meine Erdung löst großes Wohlgefühl für all meine feinstofflichen Körper aus. Ich erlebe Stabilisierung durch Erdung. Mein universelles Wissen und Verstehen erdet mich. Mein Erdsternchakra stabilisiert mein Sein hervorragend. Durch meinen Fokus auf persönlichen Freuden ist mein Erdsternchakra wunderbar aktiviert. Mein Wurzelchakra ist aktiv. Mein Sakralchakra ist aktiv. Mein Solarplexuschakra ist aktiv. Ich fühle die manifestierte Form meiner Wünsche. Ich liebe meine Stabilität. Ich sehe Manifestationsergebnisse meiner hervorragenden Erdung. Ich weiß, dass ich eine geerdete Schöpferenergie über alles verfügen darf, was ich wünsche. Komme langsam zurück ins Hier und Jetzt. Öffne deine Augen. Strecke dich, wenn dir danach ist. Ich hoffe, dir hat meine geführte Meditation gefallen. Ich verabschiede mich jetzt. Namaste.